Heute habe ich euch mitgenommen zu Zylinderkopf- und Motorentechnik, Firma Red Hat. Und wir werden einige Probleme, die direkt einspritzende Motoren so bereiten, besprechen. Herr Schumann, vielen Dank, dass wir bei Ihnen sein dürfen. Wir haben heute als Thema die Problematik bei direkt einspritzenden Motoren, der Verkokung und der Folgeschäden, die dadurch resultieren können. Und wir wollen uns heute ein bisschen Gedanken machen, wie wir solche Folgeschäden möglichst vermeiden können und wenn sie schon aufgetreten sind, wie wir sie beheben können. Und ich bedanke mich schon mal im Voraus, dass Sie hier einen VW-Teilesatz uns zumindest hingelegt haben, an dem man anschaulich sehen kann, welche Probleme auftreten können, wenn man nicht rechtzeitig reagiert. So ist es im Prinzip. Also der Einleitung ist eigentlich gar nichts hinzuzufügen. Wir haben tatsächlich mal hier VRG-Kolben genommen, wobei auch andere Modelle natürlich Probleme haben, wenn sie das Prinzip des Direkteinspritzer nutzen. Eine Schwierigkeit bei VW ist natürlich, dass da auch noch typische und bekannte Konstruktionsmängel mit dazukommen, die die Sache deutlich verschweren oder erschweren. Und da haben wir was vorbereitet und das gucken wir uns vielleicht auch mal mit an. Als erstes, um ein Gefühl dafür zu kriegen, was passiert da überhaupt. Also der Direkteinspritzer selber, das Motorenkonzept ist sinnhaft. Warum? Man spart dadurch Kraftstoff, Emissionen werden dadurch runtergeschraubt. Der Grundgedanke ist in Ordnung. Wir kaufen das aber über einen Nachteil ein. Und zwar, diese Einspritzdüsen, die man hier sieht, die übrigens dann auch sehr gerne versotten und verdrecken. Und da hilft vielleicht vorbeugend auch Chemie. Da kommen wir sicherlich auch nochmal drauf zu sprechen. Aber diese Einspritzdüsen spritzen ihren Kraftstoff direkt in den Brennraum. Und neben dem Vorteil des Kraftstoffersparnisses, den man da gewinnt, hat man den Nachteil, die Einspritzdüse selber ist natürlich den ganzen Temperaturbelastungen ausgesetzt und auch der möglichen Versottung und Verkokung, die im Brennraum natürlich auch stattfinden kann. Da reden wir aber später sicherlich nochmal drüber. Ein Grundproblem, was wir bei den VRG-Motoren haben, das sind die verschiedenen Kolbengenerationen, die es also gibt. Und im Ursprung, in der ersten Variante, die es gab in den Mitte 2000er, die also ganz massiv von Problemen betroffen waren, das waren die Konstruktionen der Ölabstreifringe. So, und wenn man sich mal so einen Ölabstreifring anguckt, ich weiß nicht, ob man das so einfangen kann, da sind winzig kleine Bohrungen drin. Und der Ölabstreifring hat ja die Aufgabe, in einem Zylinder, in einem Motor, das Öl, was durch Schleuderöl mit nach oben geschossen wird oder auf die Zylinderbahn geschossen wird, abzukämmen und die Zylinderlaufbahn abzustreifen. So, wenn aber seine Ablaufbohrungen, diese kleinen hier, zugesetzt sind durch Verkokung, kann er seine Aufgabe nicht mehr nachkommen. Und das Ergebnis bei der Geschichte ist, das Öl wird nicht mehr abgekämpft, landet im Brennraum, wird mit verbrannt, wird mit ausgerußt über die AGR-Kreise, die so im Motor dann im Motor enthalten sind, dem Motor auch wieder zugeführt, dem Ansaugtrakt wieder zugeführt. Und dann passiert eigentlich das, was man nicht haben will. Dann erhalten wir solche Ventile. Ja, das ist das eine erstmal. Ne? Der ganze Ansaugtrakt hat wieder diese verkokte, verrußte Luft mit unter drin, durch den starken Ölabtrieb, der mit verbrannt wird. Und dann sehen solche Einlassventile so aus. Und dazu kommt natürlich die konstruktive Belastung der Direkteinspritzer. Wir haben also keine reinigende Wirkung mehr im Ansaugtrakt durch einsprühende Ventile, weil diese ja im Brennraum sitzen. Und dann kommt diese rußige Luft, sage ich mal, wird auf die Einlassventile beaufschlagt. Und der Effekt ist, diese Festkörper, diese Rußbestandteile brennen sich fest und das wird natürlich umso schlimmer, je mehr Öl der Motor auch noch konsumiert und verbrennt. So, das ist die eine Problematik, die wir haben. Und die Frage stellt sich jetzt ja, wenn man uns auch gleich mal die Kolben anguckt, was kann man denn dagegen machen, neben der mechanischen Instandsetzung von solchen Schäden, die entstehen? Also wir wissen, konstruktiv ist das eine Katastrophe. Man kann also unter Umständen mit Chemie da praktisch gegenwirken. Was macht die Chemie? Die sorgt dafür, dass Verunreinigungen, die ja nun mal entstehen, dass die aufgelöst werden und im fließenden Prozess mit abgewaschen werden, abgespült werden. Wird das nicht gemacht, dann verkoken die und wenn sie einen gewissen Verkokungsgrad erreicht haben, wird es natürlich schwierig, wenn die einmal zu sind, diese Ringe, und die Folgeschäden entstehen. Dann hilft auch nachher die beste Chemie nicht mehr, dann ist der Motor kaputt und dann muss er aufgemacht werden und dann sind wir beim Thema Instandsetzung. Das heißt, wir haben zwei Möglichkeiten. Neben dem Fahrstil und der Beanspruchung des Fahrzeuges und des Motors kann ich vorbeugend was machen. Ja, ich kann vorbeugend was machen durch entsprechende Additivierung.
Und wenn ich diesen Zenit überschritten habe, ich habe nicht additiviert, dann lande ich eben leider Gottes bei der Schiene der Instandsetzung, die dann als einzige mögliche Maßnahme dann noch übrig bleibt, den Motor wieder auf die Fahrbahn zurückzubekommen, ohne dass er 2 Liter Öl konsumiert. So, eigentlich könnte man ja meinen, die Handwerksbetriebe und die Instandsetzung sind die totalen Gegner von der Chemie. Ne? Normalerweise könnte man sich als Konkurrenz betrachten. Ist aber vollkommener Nonsens, weil im Prinzip entsteht eine sinnvolle Symbiose. Man geht her, genauso wie in der Medizin, in der Gesundheit, da sagt jeder Arzt, vorbeugen ist eigentlich der bessere Weg. Und vorbeugen wäre bei den Menschen, wir bleiben gesund, wir machen Sport und so weiter. Bei dem Motor sieht Vorbeugen so aus, neben der Fahrweise und der Wartungshandhabung, die eben notwendig ist, dass man vielleicht auch chemisch was machen kann. Und beim Thema Chemie, wenn wir auch Chemieprodukte in gewissermaßen einsetzen, ganz klar, das ist in der Werkstatt gar nicht zu vermeiden, aber viel mehr und viel tiefer im Thema ist da der Roland, und da würde ich dich einfach mal bitten, vielleicht zum Thema Chemie da was beizutragen, da bist du sicherer als ich. Ja, Lars, das ist so, wir von Lambda Deutschland haben eben die chemischen Produkte, um Verkokungen und andere kleine Nicklichkeiten beseitigen zu können. Die Chemie ist im Prinzip hochwirksam. Man hat allerdings immer einen kleinen Gegenspieler. Auf der einen Seite soll es so hochwirksam sein wie möglich, auf der anderen Seite so materialschonend wie möglich. Das heißt, der Chemie sind gewisse Grenzen gesetzt. Aber wer rechtzeitig anfängt, regelmäßig mit Chemie zu arbeiten, der kann seinen Motor auf lange Zeit sauber halten und kann mögliche Probleme, die aufgrund von Verschmutzung kommen, lange herausziehen. Was kann der Kunde tun? Der Kunde kann selbstständig mit der Chemie kommen über den Tank. Nachteil bei direkt einspritzenden Motoren: früher saßen diese Einspritzventile, diese Düsen, vor den Einlassventilen und haben diese angestrahlt und haben sie mit sauber gemacht. Das fällt ja bei direkt einspritzenden Motoren weg. Das heißt, über den Tank bekommt er diese verkokten Einspritzdüsen wieder sauber mit der Chemie und kriegt einen Teil des Brennraumes wieder sauber. Die Einlassventile bleiben nach wie vor unberührt vom Kraftstoff. Und da müssen wir dann in die Werkstatt gehen. Da gibt es unser sogenanntes BEDI-Gerät, ein Gerät, das das ganze Ansaugsystem reinigt mittels Chemie, damit wir diese Verkokungen hier an den Ventilen wieder ablösen können. In diesem Stadium ist es auch wirklich kein Problem, das geht relativ schnell und kostengünstig. Irgendwann aber, wenn der Kunde die ganze Zeit nichts macht und brav weiterfährt, dann wird er mehr Probleme kriegen, Zündaussetzer, mangelnde Leistung, und dann haben wir so viel Kok auf diesem Ventil, dass wir mechanisch kommen müssen. Das heißt, das muss mit abrasiven Methoden abgestrahlt werden, Nussschalengranulat oder ähnliche Dinge. Weiterhin kriegen wir mit unserer Chemie die Kolbenböden sauber. Wir sehen ja hier einige Kolben. Da ist einiges an Ruß drauf. Das sind jetzt schon gewaschene, muss man sagen. Ne? Und die sehen eigentlich noch richtig gut aus. So sehen sie natürlich aus, wenn sie neu sind. Und auch dieser Kok an diesen Kolben birgt uns Probleme, denn dieser Kok kann uns Kraftstoffdämpfer aufsaugen. Und dann wird das Gemisch einfach zu mager und dann kriegen wir auch wieder Zündaussetzer. Das nächste Problem, was wir bei unseren Direkteinspritzer haben, eigentlich, ich darf es nicht so laut sagen, sind sie ja Dreckschleudern. Sie produzieren Unmengen an Feinstaub. Das sehen die Direkteinspritzer-Ottomotorenfahrer gerne am Auspuff. Der Auspuffrohr schwarz, teilweise auch die Heckklappe. Und dieser Feinstaub zieht auch durch die Blow-by-Gase an den Kolben vorbei und mit ins Öl. Dann haben wir diesen Feinstaub auch im Öl, der dann wieder durch die feinen Kolbenringe möglicherweise gedrückt werden muss. Der muss durchgedrückt werden durch Siebe, durch Kettenspanner. Und wenn die alle verschmutzen, kriegen wir die nächsten Folgeprobleme, unter anderem mit dem Kettenspanner und mit den Ketten. Aber da ist die Mechanik wieder gefragt, nämlich unser Instandsetzer. Der weiß nämlich ganz genau, woran es liegt und was dann gemacht werden muss. Lars? Okay, und dann sind wir von der Chemie praktisch wieder zurück in die Mechanik. Ne? Also der Roland hat es eben schon gesagt, wenn ich ein gewisses Stadium überschritten habe, wenn ich Ablagerungen auf den Ventilen habe, die bei einer Kompressionsprüfung zum Beispiel das Ergebnis ergeben, dass Zylinder hinterherhängen, dann liegt das nicht immer daran, dass die Zylinder also schwächeln, dass wir Riefen im Zylinder haben oder Ventile nicht dicht sind, dann kann das mitunter auch daran liegen, dass wir so viel Verkokung im Ansaugtrakt haben, dass der Motor einfach nicht mehr genug Luft kriegen kann, wenn der Kolben nach unten geht, ein Vakuum entsteht und der praktisch Luftsäule ansaugen will. So, und dann kann man den Zwischenschritt gehen, wenn der Motor mechanisch in Ordnung ist, eben über das Walnussgranulat strahlen, beispielsweise diese Verunreinigung auflösen. Das ist dann ein mechanischer
Prozess, um die Ablagerung zu beseitigen. Dazu muss man aber schon wieder sagen, da geht Geld ins Land. Ne? Also man hat den ersten vorbeugenden Schritt versäumt, dann muss man hergehen, wenn der Motor sonst noch keinen Schaden genommen hat, Ansaugrohr alles runterbauen, den Motor praktisch nackig machen, dann sind ein paar hundert Euro weg, je nach Modell 400, 500, 600 Euro. Ne? Und dann hat man aber noch die Möglichkeit, diesen Ansaugtrakt eben entsprechend zu reinigen. Und wenn ich das auch verpasse, oder der Motor parallel dazu eben aufgrund der Ölversottung, da kommen wir jetzt auch nochmal drauf zu sprechen, Schaden nimmt, was ja sehr gerne bei bestimmten Premium-Marken auch in Deutschland passiert, dann komme ich eben an den Instandsetzer nicht mehr vorbei. Und dann ist eben auch die Frage, was ist denn dann die Aufgabe oder was muss man dann tun? Und leider Gottes kann man hier gar nicht schönreden, dann muss das Ding komplett auseinander und komplett revidiert werden. Bei VAG oder bei VW-Motoren oder Audi-Motoren hatten wir eben schon über diese Konstruktionsprobleme geredet, aufgrund der Ölabstreifring-Problematik. Und hier kann man jetzt eben auch wiederum sehen, ich hatte es eingangs schon gesagt, das ist so dieses erste Stadium, was wir hatten. Dann gibt es hier Kolben, wo schon Systemverbesserungen mitunter versucht wurden einzubringen. Und erst im letzten Ausbaustadium hier bei den neuen Kolben kann man dann sehen, dass die Ringnut auf 2 mm aufgegangen ist von den Ölabstreifringen und dann auch die Ölablaufbohrungen wesentlich größer sind, so dass eine milde Verguckung, sage ich mal, nicht dazu führen kann, dass der seine Arbeit einschränkt oder gänzlich aufgibt. Ne? Und aber um das zu machen, muss der Motor komplett auseinander. Und wenn Sie so einen TFSI-Motor auseinandernehmen, der heute mega sensibel ist, dann reicht es nicht nur, wie das oft gemacht wird, die Kolben auszutauschen. Sondern man muss eben auch hergehen und sagen, ich betrachte meinen Zylinderkopf, ich betrachte meinen Verschleiß in den Ventilführungen, ich muss meine Steuerketten angucken und da sind wir auch gleich wieder bei so einem Thema. Warum gehen Steuerketten denn kaputt? Ne? Also zum einen können sie natürlich auch konstruktionsseitig schwächeln und sehr schwach ausgelegt sein und der Nutzer malträtiert das Auto, wenn der Motor noch kalt ist und das Öl auch noch kalt ist. Aber natürlich, das Öl verschleißt. Man hat heute Longlife-Intervalle eben mit drin, die sind teilweise bis zu 30.000 Kilometer, Wartungsintervallverlängerung bis 40.000 Kilometer. Ich weiß, im Internet grasieren dann immer wieder so Märchen, wo Leute sagen, mein Öl ist 300.000 Kilometer drin und ich fahre da durch einen Feinsfilter. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen drüber, aber ich kriege da immer Gänsehaut, wenn ich das höre. Das ist natürlich meines Erachtens nach bedenklich zumindest. So, und da muss man eben auch aufpassen, wenn man Öle fährt, weg von diesen extrem langen Intervallen, vielleicht auch mal was früher wechseln und auch da kann man wieder Chemie einsetzen. Ne? Also ich bin kein Verherrlicher von Chemie, aber da bin ich mit dem Roland auf einer Ebene. Beim Ölwechsel vielleicht mit einer Ölschlammspülung arbeiten, um Restdreck aus dem Motor rauszubekommen, der sich eben angesammelt hat über Verkorkung, über Rußanteile, die im Öl mit aufgenommen werden. Ja, das sind Themen, da bist du vielleicht ganz fit wieder drin, was solche Ölschlammspülungen angeht. Ich gebe das einfach mal rüber zu dir, Roland. Ja, das ist wirklich ein wichtiges Thema, gerade bei den relativ geringen Ölmengen, die wir jetzt in den modernen Motoren haben. Die sind hoch belastet, die Motoren, und die Ölwechselintervalle sind unserer Meinung nach viel zu lang vom Hersteller vorgegeben. Und selbst ein sehr gutes, modernes Öl ist selten in der Lage, die kompletten Ölverschmutzungen, die im Ölkreislauf sind, dauerhaft in Schwebe zu halten. Und wenn man diese Ölschlammspülung, also einen Reiniger in das alte Motorenöl vorher nicht gibt, um es dann nachher wieder abzulassen, dann kann es passieren, dass eben viele Verkorkungsreste noch im Motor rumschwirren oder festhängen. Man macht frisches Öl wieder hinein und das frische Öl ist reinigungsaktiver als das alte eben verbrauchte war. Und dann löst das frische Öl die alten Verkorkungen gleich wieder an und auf und schwemmt sie im Öl wieder mit. Das heißt, das frische Öl ist nach 2000 Kilometern wieder schwarz und hat dann seine eigentliche Sättigungsgrenze schon erreicht und dann setzt man da womöglich nochmal 15.000 Kilometer Fahrstrecke drauf. Das heißt, es baut sich immer mehr eine höhere Verschmutzung im Motor auf, die dann irgendwann zu Folgeschäden führt. Und ich sage immer, wenn man rechtzeitig handelt, kostet es vielleicht 30 Euro. Wenn man schon kurieren muss, kostet 300 Euro und wenn man reparieren muss, kostet 3.000 plus X. Wenn man damit hinkommt. Und da gebe ich nämlich wieder den Ball zu dir rüber. Viele unserer Kunden fragen dann, ja, der Motor ist nun kaputt. Austauschmotor ja oder nein? Viele haben Angst davor. Ich sage, wenn der Austauschmotor richtig instand gesetzt ist, ist er besser als ein Neumotor. Dagegen gibt es gar nichts zu sagen. Ne? Also
Jetzt hat das immer so ein Geschmäckler von Eigenwerbung und so weiter. Natürlich, wenn man referiert, macht man sich selber nicht schlechter. Das steht außer Frage. Aber wie setzt man denn Motoren in Stand? Also wir erleben das sehr, sehr oft, dass natürlich gerade im Autosektor, das ist eine ganz heikle Branche, wo man vertrauen muss, wo man glauben muss, wo auch einige Gangster unterwegs sind, sage ich mal in Anführungsstrichen. Die meisten sind sicherlich seriös und sauber unterwegs. Aber gefährliches Halbwissen ist bei modernen Motoren natürlich absolut tödlich. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel hier so einen VRG-Motor nehme, dem ich seiner massivsten Konstruktionsschwäche beraube, nämlich die Kolben austauschen, auf dieses Pferd springen ja mittlerweile viele auf und dann bieten die an, Motorrevision für 4.000 Euro zum Festpreis. Kann ich so einen Motor zum Festpreis machen? Unmöglich. Kann man nicht machen. Warum? Erst wenn ich den Motor wirklich komplett geöffnet habe, sehe ich, wie der Verschleißzustand beim Motor ist. Der kann beim 100.000 Kilometer Motor, der eben keine Additivierung hatte, der entsprechend vielleicht auch noch ein bisschen geheizt wurde, besser sein. Der kann aber auch schon kreuzschlecht sein, dass man das Gefühl hat, man hätte einen 300.000 Kilometer Brenner vor sich. Und diese Schwierigkeit, die ist natürlich tatsächlich gegeben oder die kriegen Sie eigentlich nur gehandhabt, wenn Sie den Motor öffnen und dann schauen, was ist wirklich damit los. Und dann stellen Sie fest, nicht nur die Kolben sind auszutauschen. Viele gehen dann her, gucken nur noch nach dem Hohnschliff und sagen, oh, der Hohnschliff ist ja noch da, also ist der Block in Ordnung. Das ist Nonsens. Wenn die Dinger extrem heiß geworden sind, sind die Laufbüchsen unter Umständen verzogen. Und das kann ich nur durch Messen rauskriegen und Messen tun wir im Hundertstel Millimeter Bereich mit Innenmikrometer. Das Laufspiel ist wenige Hundertstel groß. Und da ist mit dem Auge nichts sehen und auch mit Fühlen oder Fingernagel oder so, das kann man alles vergessen. Das muss man messen und dann muss man entscheiden, wenn ich außerhalb der Maßtoleranzen bin, muss der Motor ausgeschliffen werden. Dann bin ich aber schon, zack, 300 Euro teurer, dann brauche ich Übermaßkolben. Ich gucke mir meinen Kopf an, ich kann das quick and dirty machen, ich plane den nur, wie 90% der Menschen das vielleicht tun könnten oder würden. Oder ich gehe mir her, nehme auch meinen Kopf komplett auseinander, reinige alles. Prüfe dann die Ventilführung, wenn die Ventilführung verschlissen sind, mache ich neue rein und in dem Zusammenhang kann ich ja sehen, wenn das Auto 100.000 Kilometer runter hat, verschlissene Ventilführung, kann ich dann optimieren? Ja, in vielen Fällen schon. Dann gehe ich her und gucke, ob ich andere Ventilführungen nehmen kann, hochwertige Stoffe, hochwertige belastbare Stoffe, aus dem Rennsport unter Umständen abgeleitet oder längere Ventilführungen und so kann ich dann wirklich hergehen und einen Motor nicht nur seiner Hauptkonstruktion Schwächen berauben, sondern auch dem Motor insgesamt seiner gesamten Kleinigkeiten und Schwächen berauben und kriegt damit einen standfesten Motor. Und dann ist der Motor bei einer richtigen Komponentenauswahl auch besser als das Original. Ne? Also da muss man sich nicht mit fremden Federn schmücken, sondern man nutzt einfach die Erfahrung, die der mündige Bürger auf der Straße erbracht hat, aus. Man erkennt die Schäden und dann kann man ja darauf eingehen und sagen, jetzt optimieren wir den Motor. Und das machen wir eigentlich damit. Viel mehr gibt es da gar nicht zu sagen. Vielleicht noch eins im Punkt auf Chemie. Wir hatten eben das Thema Steuerketten noch gehabt. Ich will ein Beispiel nennen. Wir hatten einen Motor, der ist zu uns gekommen, der hat Steuerkettenschaden. Und den haben wir auseinandergenommen und der Kunde sagt, vor 8000 Kilometer ist die Steuerkette erneuert worden. Dann haben wir den auseinandergenommen, haben aber sofort gesehen, dass das Öl tief schwarz war, haben recherchiert, was war die Ursache. Die haben das alte Öl drin gelassen, haben die Steuerkette gewechselt, haben den Motor so zusammengebaut. Die Steuerkette ist nach 8000 Kilometer aufgrund des total versotteten, kaputten Öls wieder kaputt gewesen. Insofern ist Chemie eine tolle Sache. Die Kombination von Chemie eine tolle Sache. Ja, Lars, vielen Dank erstmal für die ganzen Informationen, die du unseren Zuschauern jetzt gegeben hast. Klar, wir geben unseres Bestes mit unserer Chemie. Vorbeugen ist besser als heilen. Wenn die Chemie regelmäßig und vernünftig angewendet wird, hat man auch relativ lange Freude an seinem Motor, auch wenn man bedenken muss, dass die heutigen modernen Motoren nicht unbedingt auf Langlebigkeit konstruiert worden sind. Und wenn es dann zu spät ist, dann gibt es wirklich nur eins zum Lars fahren. Instand setzen lassen und möglicherweise sagen, er soll besser sein als ein Werksmotor, dann bekommt er den auch und dann hält er, aber auch den mit etwas Chemie pflegen. Was lernt man daraus? Chemie und Handwerk können eine sinnvolle Symbiose eingehen. Ne? Jawohl, so ist das. Okay, ich bin an der Stelle raus. Macht's gut.